Und jetzt eine Opernrarität, die sich lohnt zu entdecken. Soldatenliebschaft von Mendelssohn. Die ganze Welt der Oper mit Opernwelt. Blumen am Balkon. Sabine? Ach, zudem ist doch die Glocke verschwunden. Sabine! Jede Nacht diese Blumen am Balkon? Heute Nacht, gnädige Frau, fangen wir den Dachs im Bau. Diese Nacht, gnädige Frau, fangen wir den Dachs im Bau. Diese Nacht, gnädige Frau, fangen wir den Dachs im Bau. Friede, Frau, darf ich so wagen, Friede, tolle Trolle, und die Gräfin weiß doch wohl, wenn das böse Geld doch wohl, und die Griechen Geld doch wohl, für das Briefchen gelten soll. Wer da, werd ich fragen, Geld ich kriege, Geld ich krieg in Kreuzwein, fragen wir alle, darf ich nicht fragen. Kann nur wie so Geld, so hör mir so betragen. Geld ich krieg in Kreuzwein, fragen wir alle, darf ich nicht was a polymath. He was a musician of musicians. Mendelssohn war ein Universalkünstler. Musiker verglichen ihn mit Mozart. Er war ein Wunderkind. Pianist, Geiger, Bratscher, Dirigent, Lehrer, Dichter, Übersetzer. Er beherrschte mehrere Sprachen. Es geht ja auch ein bisschen um dieses goethische Menschenbild, das er mitverkörperte. Er war literarisch begabt. Er hat Gemälde verfasst und er hat sehr gewissenhaft sich seinen Kompositionen gewidmet, die er häufiger umschrieb und auch in eine Perfektion bringen wollte, die bisweilen auch fast schon an eine Art Manie grenzt. Felix Mendelssohn Bartholdy hatte schon als 11-jähriger Knabe nicht nur mit engelsgleichem Aussehen, sondern bereits auch musizierend und komponierend viele Bewunderer. Well, die Soldatenliebschaft is from, it's from 1821, so he was 12 years old when he composed this. Als Felix die Soldatenliebschaft 1821 komponierte, war er 12 Jahre alt. Johann Sebastian Bach kannte er bereits in- und auswendig. Er schrieb Fugen und Choräle. Und auch Mozart hatte er in sich aufgesogen. Sein Vater Abraham liebte die Oper und wünschte nichts sehnlicher, als dass Felix Opern komponieren würde. Die Soldatenliebschaft ist Felix' erster Versuch. 150 Seiten Partitur, eine Ouvertüre und 14 Musiknummern. Der Vater stellte die Bedingung, dass Felix die Oper ganz alleine, ohne fremde Hilfe, schreiben sollte. Wie? Du willst heiraten? An wen denkst du denn? An Monsieur Victor. Und ich wollte Sie endlich heute um die gnädige Einwilligung zu meiner Heirat ersuchen. Dich dir gnädig? Ja. Abschlage. Wie? Gnädige Frau? Rundabschlage. Hoffe nicht, dass dich die Ehe beglücken wird. Die Inszenierung aus dem thüringischen Altenburg bringt Mendelssohns Kunstwerk mit einem gelungenen Kunstgriff auf die Bühne. Als wäre das Werk des 12-jährigen Komponisten soeben aus der Spielzeugkiste gefallen, werden alle Figuren von Puppen verkörpert. Dass die Kulisse nur nach bemalter Pappe aussieht, auch das ist Absicht. Die Handlung spielt im Spanien des 19. Jahrhunderts, das gerade von Napoleons Truppen besiegt wurde. Unerwünschte, weil politisch inkorrekte Liebschaften schüren die Konflikte. Sonst habe ich kein beträchtliches Vermögen, bin nicht von Stande und kann auch kein ganz besonderes Vergnügen an der Einsamkeit finden. Zofe und Gräfin gibt es nicht nur als Puppen, sondern auch als Sängerinnen. Auch die beiden stellen Zofe und Gräfin dar und führen den Dialog der Puppen fort. Nicht schmerzen wird mein Kind.
Auch die anderen Puppen werden in dieser Inszenierung von Sängern gedoppelt. Von der geplanten Heirat abbringen will, muss sie die Ehe als Katastrophe in möglichst grellen Farben ausmalen. Das nutzt Mendelssohn für eine sogenannte Männerschelte, eine typische Komödiennummer dieser Zeit. Bei diesem Mann gibt's nichts als ewigen Zank. Ein zweiter lebt nur seine Flaschen. Der dritte ist ja ewig krank. Ein fünfter wird bei seiner Sache muss so draus nicht sein, für die Männer alle Leute frei. Felix Mendelssohn hat sein erstes Singspiel nie publiziert. Erst vor kurzem wurde es in der Leipziger Gesamtausgabe veröffentlicht. Salome Reise hat das in verschiedenen Text- und Musikfassungen existierende Werk genau unter die Lupe genommen und herausgegeben. Das vielleicht auffälligste an dem Libretto ist, dass es aus Frankreich stammt ursprünglich. Die Familie Mendelssohn, vor allem Abraham, hatte eine große Beziehung zu Frankreich. Er hatte eine lange Weile in Paris gelebt. Aber auch Lea sprach sehr gut Französisch, übersetzte auch vieles aus dem Französischen. Dass man sich ausgerechnet für ein komisches Sujet in diese Richtung wandte und nicht etwa an die Wiener Volkskomödie, an die deutschsprachige Komödie, stellt eine Besonderheit auch der Familie Mendelssohns dar, die damit zusammentraf, dass der gute Bekannte Kasper der Familie ausgerechnet sich in Paris aufhielt und dort wahrscheinlich auch viel Opéra Comique und Vaudeville gesehen hat und sich da um ein Libretto bemühte. Berlin, 2. August 1820. Lieber Herr Dr. Kasper, wie sehr danke ich Ihnen für die niedliche Operette. Ich werde mich bemühen, sie ebenso gut zu komponieren, als sie übersetzt ist. Den Plan dazu habe ich schon im Kopfe. Zerbina und die Gräfin sollen Soprane, Felix und Viktor Tenöre und Tonio Bass werden. Vom ersten Duett kann ich sagen, c'est tout fait, une ja, qu'à l'écrire. Denn ich habe es mir schon ganz im Kopfe ausgedacht. Kommen Sie ja recht bald wieder. Ich wünsche, dass Sie in Paris recht viel Merkwürdiges sehen. Und bleibe stets Ihr Felix Mendelssohn. Wenn man ein Singspiel schreiben will, muss man natürlich zuerst ein Libretto haben. Man muss eine Handlung bestimmen, man muss eine schöne Libretto vorhanden sein. Und dann schreibt man passende Musik dazu. Und in dem Sinne ist ja ein Singspiel leichter zu schreiben als eine komplette Oper, weil
man muss nicht immer die Handlung mit der Musik weiterführen, sondern man kann tatsächlich schöne Arien und schöne Nummern hinfügen und dann kommt der Dialog und führt die Handlung weiter. Nein, 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 sowas hat man wahrlich nie gesehen. Seitdem Ihr Regiment hier im Dorf kantoniert ist und Herr Oberst im Schloss einquartiert ist, seitdem vergeht doch keine Nacht, dass hier nicht Blumen angeklebt sind am Balkon. Nein, solche Betragen hat man wahrlich nie gesehen. Ei, was soll dein Klagen? Gut, dann singe ich. Du? Ja, Musik. Bei was sollen deine Klagen? Dummer Teufel, lass mich gehen! Ja, Herr Oberst, ja, es fallen sicher Ihre Herr Husaren! Ja, Herr Oberst, ja, es fallen sicher Ihre Herr Husaren! Hey, wie soll ich denn erfahren, wer denn wohl die Schurken waren? Hey, wie soll ich denn erfahren, wer denn wohl die Schurken waren? Wer denn wohl die Schurken waren? Wer denn wohl die Schurken waren? Ein Zoll betragen! Hat man wahrlich nie gesehen. Nein, 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 ein Zoll betragen. Nein, 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 ein Zoll betragen. Hören Sie noch meine Klagen. Hören Sie noch meine Klagen. Was bekümmert mich der Streich? Hören Sie noch meine Klagen. Ei, Sie sind doch heftig gleich. Lass mich nur mit deinen Klagen. Ei, Sie sind doch heftig gleich. Sie sind so heftig gleich. Felix wurde 1809 in Hamburg geboren. Die Eltern zogen bald nach Berlin. Sein Vater Abraham war Bankier und stammte von dem jüdischen Philosophen Moses Mendelssohn ab. Felix' Mutter Lea spielte sehr gut Klavier und beherrschte mehrere Sprachen. Um ihren Kindern alle Türen zur preußischen Gesellschaft zu öffnen, trat die gesamte Familie zum lutherischen Glauben über. Ihre vier Kinder ließen sie in allen Talenten ausbilden. Die älteste Schwester Fanny, ebenfalls künstlerisch hochbegabt, blieb zeitlebens Felix engste Vertraute. Das war ja auch im Hause Mendelssohn so, dass ein ungeheuer breites Bildungsprogramm auf die Kinder angelegt wurde. Und zu dieser Bandbreite zählte letztlich auch der Musikunterricht. Dass das dann so enden würde und Mendelssohn in diese Richtung gehen würde und Komponist werden würde, war von Anfang an nicht intendiert und gehörte in dieses Umfeld dieser umfassenden Bildung. Ich habe 6 Stunden Latein wöchentlich. 2x Cäsar, 2x Ovid, 1x Grammatik und 1x Exercitia. In der Mathematik lese ich das 5. Buch des Euklid. Mit Fanny zusammen habe ich 2 Geschichtsstunden, 2 Rechenstunden, 1x Geographie und 1x deutsche Sprache. Mit der Violine geht's so ziemlich. Ich habe 2x in der Woche Stunde und spiele Etüden von Kreutzer. Auch gehe ich Montag und Dienstag auf die Singakademie, wo ich sehr schöne Sachen höre. Der Herr Professor Zelter befindet sich recht wohl. Er kommt wöchentlich 2x zu uns. Now, as it happens, his sister Fanny Hensel, Fanny Mendelssohn, was also a child prodigy, an extraordinary musical prodigy. Auch seine Schwester Fanny war ein musikalisches Wunderkind. Von ihr erwartete man keine Opern. Sie komponierte Lieder. Die Geschwister wuchsen mit denselben Musiklehrern auf und komponierten beide unabhängig voneinander. Als Felix um 1820 begann, Opern zu schreiben, komponierte Fanny weiterhin Lieder. Von da an nimmt ihre Entwicklung einen unterschiedlichen Verlauf. Fanny continues to write songs and then they sort of go their separate ways. Du, Herr Oberst, willst also ich will, den Abschied nehmen? Mich verheiraten. Ach, jetzt ist es raus. Heiraten? Victor, du, mein bravster Soldat? Das Libretto für diese niedliche Operette erhielt Felix von einem Freund der Familie, dem Medizinalrat Johann Ludwig Kasper. Felix komponierte die 14 Musiknummern innerhalb von 6 Wochen. Ich bin seit 15 Jahren, ihr Husar. Und Zerbine. Zerbine? Victor, du bist Franzose und sie ist... Für mich ist sie einfach eine Frau.
Victor, der französische Soldat mit den roten Haaren, ist der heimliche Geliebte der spanischen Zofe. Auch er erhält von seinem Oberst keine Erlaubnis zur Heirat. Analog zum bereits gehörten Duett der beiden Frauen streiten sich nun die Männer. Die Weiber sind eine böse Klippe, die manchen Scheitern schon gemacht. Die ist ein Satan, eine Tantippe, die hat schon drei ins Grab gebracht. Die andere küsst mit heißer Liebe, indem sie einem Nachbarn lacht. Ob hätte doch auf seinem Schiffe der liebe Gott kein Weib gemacht. Ob hätte doch auf seinem Schiffe der liebe Gott sein Sohn gemacht. Diese Probe ist das, was er voll gemacht. Der liebe Gott, diese Probe ist das voll gemacht. Nein, nein, bis mich des Todes hiebe, aus diesem Jammert aller Raft. Verführ eines Weibes Lippe, mich nicht zu arge Leidenschaft. Schon Eva war ja eine Xantippe, die Adam alles Kreuz gebracht. Ob hätte doch aus Adams Lippe der liebe Gott kein Weib gemacht. Ob hätte doch allein was selbst aus Adams Lippe der liebe Gott sein Sohn gemacht. Diese Probe ist das, was das wohl gemacht. Der liebe Gott, diese Probe ist das wohl gemacht. Diese Probe ist das wohl gemacht. In der Soldatenliebschaft geht es um das Verhältnis zwischen Einheimischen und Besatzern. Der Librettist verlegte die Handlung nach Spanien. Doch seinen Zeitgenossen lag die Bedrohung durch die Franzosen in Deutschland sehr viel näher. Als Napoleon 1806 in Berlin einzog, hatte er halb Preußen besetzt und war fast auf dem Höhepunkt seiner Macht. Auch das Bankhaus Mendelssohn litt unter den Handelsbeschränkungen der Besatzer. Französische Uniformen prägten das Berliner Stadtbild und somit auch die frühe Kindheit von Felix. Möglich, dass sie in seiner Fantasie noch sehr präsent waren, als er die Soldatenliebschaft komponierte. Durch Napoleon änderte sich das gesellschaftliche Klima in Preußen. Nationalismus kam auf. Franzosen raus. Die fremden Soldaten war man satt. Dessen ungeachtet blieben die französische Sprache und Kultur stilprägend und wegweisend für das Bürgertum in Preußen, vor allem in den Bereichen der Musik und des Theaters. Hasenfuß, komm, komm. Du bist doch ein Hasenfuß. Ja, man braucht doch mehr, noch die Drängen zu besiegen. Ruhe. Du hast es auf das kleine Zerbinchen abgesehen, höre ich. Tja, du und Zerbine? Du lässt dich doch wirklich von jedem aufs Kreuz legen. Du bist der Dümmste. Victor, Victor. Sabine, du wirst mich nie anführen. Wetten? Top. Eine Bouteille Wein. Ich wette, dass ich dich zwingen kann, dass du dich umsiehst. Setz dich dahin. Und sobald du dich umdrehst, habe ich gewonnen. Mein liebes Zerbinchen, reich mir die Hand, mein Leben. Aber er kann uns sehen. Sieh mal, Tonio, hier ist Zerbine. Hehehe. Sieh dich ruhig um. Was sagt denn deine Herrschaft zu deinem Plan, dich zu verheiraten? Ich... Heute werde ich zu ihr gehen. Das versprachst du schon gestern und vorgestern und... Und was sagt denn dein Oberst? Doch, kurios, wie er Zerbinchen nachsprechen kann. Egal, ob in der Handlung oder in der Musik. Die Parallelen zu Mozarts Don Giovanni, der Zauberflöte oder der Hochzeit des Figaro sind vielfältig in Felix' erstem Singspiel. Die genaue Kenntnis des Mozart-Bildes oder auch der Werke, die, mit denen Mendelssohn in dieser frühen Zeit vertraut war, lässt sich nach heutiger Quellenlage leider nicht mehr rekonstruieren. Trotzdem finden sich einzelne Facetten auch in der Soldatenliebschaft wieder, die ein bisschen auf die Hochzeit des Figaro anspielen, in manchen Anklängen, vielleicht auch schon in der Anlage, in der Konstruktion auch der einzelnen Charaktere. Der Tenor zu dieser Zeit
war am meisten so ein bisschen der edelhaftige Junge sozusagen, also noble Herkunft und der ein bisschen so heldisch. Und ein Bass-Buffo ist natürlich ein Osmin oder eine Gärtner oder Mann vom Volke oder ein Figaro, so puff. Oder und eine leichte Soubrette ist dann natürlich Kammermädchen und so weiter. Da gibt es schon fertige Muster, wie man eigentlich die Rollen besetzen muss. Alter, lass dich doch belehren, sieh doch, wie ich Glück erspähe. Ich will dich hören, Rosette, nein. Ich seh nicht hin, liebes Mäulchen. Des Stücks wird vom Gärtner in Gang gebracht. Um den unbekannten Verehrer zu stellen, der nachts die Blumen bringt, will der Gärtner Glocken in dem Baum installieren, über den der Täter auf den Balkon gelangt. Für den jungen Komponisten, mit Mozart als Vorbild im Kopf, stellte sich die Frage, wie soll das bei ihm klingen? In dem Augenblick, in dem das Glockenspiel im Baum losgeht, hat er nicht die Triangel als Lärminstrument verwendet, die ja sonst im weiteren Verlauf auch vorkommt. Es wäre naheliegend gewesen, einfach das quasi zu rasseln, sondern er instrumentiert das sehr gezielt aus durch die Verwendung der Flöte und des Fagotts mit Vorschlagselementen in einer doch etwas skurrilen, sehr lautmalerischen Kombination. Sein Stündchen ist gekommen, Gottlob, dass seine Schlaue ist. Freund Tonio gewachsen ist, Freund Tonio gewachsen ist. Du heißer, er möge nur kommen, er klettert. Kling, kling, mein Glockenspiel, kling, kling, mein Glockenspiel. Kling, 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 kling. Schon zum Ziel, bringt uns sicher schon zum Ziel. Nee.
Nicht nur das Glockenspiel erinnert an Mozarts Opern, auch die Standesregeln für die Bediensteten, die nicht heiraten dürfen, wen und wann sie wollen. Wir müssen unsere Rendezvous aufgeben. Aufgeben? Potzblitz, das fehlte noch. Man will nicht, dass wir uns heiraten? Nun gut. Was, das ist gut? Nun, wenn der Herr meinen, keine Heirat, dann... Was? Will sie damit sagen, sie heiratet einen anderen? Oh, wenn der Herr dies meinen, dann heirate ich einen anderen. Bitte! Bitte! Ja, bitte, bitte doch! Bitte, na bitte! Ja, bitte, 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 wer bitte, bitte, bitte! Antonio! Ach, Tonio! Will doch einmal sehen, wer mir verbieten sollte, dich zu lieben. Warte, ich komme herauf. Nein, bleib unten. Man wird dich bemerken und... Hina, zu Hilfe! Hina, zu Hilfe! Hab ich endlich den Schurken attrapiert! Die naive Inszenierung spiegelt den heiteren und familiären Charme wider, den die Uraufführung im Salon der Mendelssohns gehabt haben muss. Neben einigen professionellen Sängern spielte Fanny damals die Zofe. Der Librettist gab den Gärtner. Vater Abraham hatte zu seinem 44. Geburtstag als Geschenk von seinem 12-jährigen Sohn endlich eine Oper bekommen. Ich habe Spuren gefunden, ja? Dass er hier über diesen Baum, ja, auf den Balkon klettert. Ja! Ich habe alle Glocken hier im Schloss eingesammelt und sie auf den Zweigen dieses Baumes verteilt. Die Idee ist herrlich! Stellen Sie sich vor, ein 12-Jähriger hat so etwas geschrieben. Die Aufführung mit Orchester fand bei den Mendelssohns im Salon statt. Nur Fanny hatte die Partitur vorher schon mal gesehen. Er hat eben die Proben geleitet, er hat mit Eifer einstudiert, wollte eigentlich auch gar nicht dirigieren, ist aber dann dazu ein bisschen mit elterlicher und vor allem mit der Hilfe der beiden Lehrer, die anwesend waren, motiviert worden. Sie bauten eine Bühne und luden rund 120 Gäste ein. Unter den Musikern und Solisten waren auch ein paar Familienmitglieder. Und stand dann vor einem Orchester, das die Eltern quasi für ihn nur für diese Aufführung wahrscheinlich zusammen gekauft haben. Und alle waren so ein bisschen skeptisch, wie denn das werden wird. Es war keine öffentliche, sondern eine Privataufführung. Aber das war schon was. Nachdem Felix seine Soldatenliebschaft mit Orchester zum ersten Mal gehört hatte, korrigierte er noch vieles. Aber in dieser endgültigen Version war das Singspiel bis zum Jahr 2008 noch nie auf einer öffentlichen Bühne zu hören. Er benutzt die Instrumente in eine ganz klassische Art und Weise. Die Streicher führen die Themen und überhaupt die Musik zu 90%, würde ich sagen. Und die Bläser machen am meisten, was in dieser Periode die Bläser machten, nämlich die unterstützen die Akkorde mit langen Pedaltönen und machen ein bisschen Nebenstimmen und so weiter. Aber zum großen Teil liegt das meiste in den Streichern. Thank you.
Im Herbst 1821 trat der 12-jährige Felix eine Reise an, die sein künftiges Leben entscheidend prägen sollte. Begleitet von seinem Kompositionslehrer Karl Friedrich Zelter fuhr Felix nach Weimar zu Johann Wolfgang von Goethe, dem er als Wunderknabe vorgestellt werden sollte. Der alte Goethe und der junge Felix begegneten sich, wie sollte es anders sein, auf dem Gebiet der Musik. Trug sich Goethe doch mit dem Gedanken, nach seiner Farbenlehre auch eine Tonlehre zu schreiben. Obwohl Goethe selbst gar nicht musizierte, hatte er einen neuen, modernen Flügel der Marke Streicher erworben. Felix spielte auf ihm für ganze Gesellschaften, aber auch für Goethe allein. Dieser hatte einst den 7-jährigen Mozart in Frankfurt gehört und stellte nun treffliche Vergleiche an. Felix wurde zum Liebling der Weimarer Gesellschaft. Sein Besuch dauerte mit 16 Tagen länger als geplant. In den folgenden Jahren sollte Felix noch mehrmals wiederkommen. Als Erwachsener resonierte Mendelssohn: Wer weiß, was ohne Weimar, ohne Goethe aus mir geworden wäre. Well, the visit to Goethe was revelatory and I mean it was anticipated with great apprehension. Der Besuch bei Goethe war eine Offenbarung und wurde mit großer Spannung erwartet. Goethe war damals in seinen 70ern und die führende Persönlichkeit in der deutschen Kunst und Literatur. Goethe versammelte in Weimar zahlreiche Geistesgrößen. Friedrich Schiller hatte dort gelebt. Johann Nepomuk Hummel, ein Schüler von Mozart, war in Weimar Kapellmeister und viele andere. Felix kam an und wurde Goethes illustrem Bekanntenkreis vorgestellt. Täglich musste er 1 bis 2 Stunden am Klavier vorspielen. Goethe soll gesagt haben: Ich habe dich heute noch gar nicht gehört. Mache mir ein wenig Lärm vor. Der Flügel, auf dem Felix gespielt hat, steht noch heute im Goethehaus. Ein derartiger Ritterschlag muss für den 12-Jährigen geradezu unglaublich gewesen sein. Wie es bei Goethe war und was Goethe sagte, das interessierte natürlich Fanny und die Eltern, die ungeduldig in Berlin auf detaillierte Berichte aus Weimar warteten. Felix hatte viel zu erzählen. Weimar, 6. November 1821. Jetzt hört alle zu. Heute war Goethe da. Er ist sehr freundlich, doch alle Bildnisse von ihm finde ich nicht ähnlich. Man hält ihn nicht für einen 73er, sondern für einen 50er. Dass seine Figur imposant ist, kann ich nicht finden. Er ist eben nicht viel größer als Vater. Doch seine Haltung, seine Sprache, sein Name, die sind imposant. Einen ungeheuren Klang der Stimme hat er. Und schreien kann er wie 10.000 Streiter. Sein Haar ist noch nicht weiß. Sein Gang fest, seine Rede sanft. Nach Tische bat sich Fräulein Ulrike, die Schwester der Frau von Goethe, einen Kuss aus. Und ich machte es ebenso. Jeden Morgen erhalte ich vom Autor, des Faust und des Werther einen Kuss. Und jeden Nachmittag vom Vater und Freund Goethe 2 Küsse. Bedenkt! Den Abend aßen wir alle zusammen. Auch sogar Goethe, der sonst niemals zu Abend isst. Mendelssohn war sehr angetan und respektvoll von Goethe und genoss es sehr, in seiner Umgebung zu sein. Andererseits genoss es auch Goethe, den Jungen um sich zu haben. Und er versuchte, vieles auch von ihm zu fordern. Er wollte sehr vieles wissen. Er wollte ihn an seine Grenzen führen, schauen, wie weit geht das Talent, wie weit geht die Begabung, wie weit auch das Interesse. Und sehr viele Berichte aus dieser Zeit zeigen, dass Mendelssohn sehr lange Goethe vorfantasieren musste, dass es also auch nicht nur darum ging, Dinge zu spielen, die schon bekannt waren. Er musste neue Kompositionen dort zeigen und war letztlich für Goethe auch doch zeitweise zumindest auch wie ein Jungbrunnen, der doch sehr ausgelassene und intelligente und gleichzeitig auch sehr wiefe junge Mann war gern gesehen im Hause Goethe.
Mendelssohn nutzte seinen ersten Besuch nicht nur dazu, Goethe selbst kennenzulernen, sondern er traf auch den Kapellmeister, der dort ansässig war, Johann Nepomuk Hummel, der seine Soldatenliebschaft durchgesehen hatte und auf Bühnen praktische Dinge hin korrigierte. Dass er darüber hinaus über die Soldatenliebschaft noch mit anderen Leuten in dem Umfeld sprach, war bislang unbekannt und hat sich erst gezeigt mit der Entdeckung eines autographen Notenblattes aus der Feder Mendelssohns, auf dem er eine Kavatine niedergeschrieben hat, die er widmete einer Dame aus dem Goethe-Umfeld, nämlich Adele Schopenhauer, der Schwester des Philosophen Arthur Schopenhauer. Besonders an diesem Blatt ist vor allem, dass man anhand der Schriftchronologie das undatierte Blatt einordnen kann in eine völlig andere Zeit. Es wurde nicht niedergeschrieben in dem Jahr, in dem Mendelssohn erstmals bei Goethe Station machte, sondern ein Jahr später, als Mendelssohn auf der Rückreise von seiner Schweizreise nach Weimar kam und dort seine inzwischen alten Bekannten wieder traf. Das ist umso bemerkenswerter, dass ihm die Soldatenliebschaft noch ein Jahr später so ans Herz gewachsen war, dass er hier ein Erinnerungsstück gerade aus diesem Werk verschenkte. Well, his father had spent time in Paris, and there had become an opera. Sein Vater war zeitweilig in Paris. Dort sah er die Opern von Cherubini, den er von allen Komponisten am meisten schätzte und durch den er zu einem Opernliebhaber wurde. Als klar wurde, dass sein Sohn Felix das Zeug zum Musiker hatte, wünschte sich der Vater, dass Felix Opernkomponist würde und förderte ihn dementsprechend. Nach der Soldatenliebschaft komponierte Felix noch weitere Singspiele. Aber nur eines schafft es auf die Bühne. Die Hochzeit des Camacho nach Don Quixote von Cervantes. 1827 war Premiere im Schauspielhaus am Berliner Gendarmenmarkt. Das Stück fiel durch und wurde abgesetzt. Seitdem hat Mendelssohn kein Opernprojekt mehr vollendet. Viele Komponisten des 19. Jahrhunderts hatten so ihre Schwierigkeiten mit der großen Oper. Mendelssohn wurde dafür kritisiert, zum Beispiel von Wagner und den Wagnerianern, für die das Musikdrama das Kunstwerk der Zukunft war. Dabei hatten auch andere das gleiche Problem. Robert Schumann oder Franz Liszt. Auch Beethoven hat sich an mehreren Opern versucht und letztlich doch nur Fidelio geschrieben. Man könnte sagen, dass Beethoven und all die anderen so etwas wie enttäuschte Opernkomponisten waren. Die Dramatik, die Beethoven in seine Opern gesteckt haben könnte, wenn er denn welche geschrieben hätte, ist nun in seinen Sinfonien zu hören. Ein weiteres Problem für Mendelssohn war, geeignete Libretti zu finden. Die Musik kann noch so schön sein. Wenn das Libretto zu schlecht ist, hat die Oper keine Chance. Das war auch Joseph Haydns Problem, dessen viele Opern kaum noch gespielt werden, obwohl die Musik sehr schön ist. Libretto und Musik müssen eine enge Verbindung eingehen, sonst klappt es nicht. Sein ganzes Leben lang hat Mendelssohn nach Operntexten gesucht. Am
Am Ende seines Lebens, 1847, hinterließ Mendelssohn unter anderem die Lorelei, das Fragment einer großen romantischen Oper über die gefährlich schöne Rheinnixe. Wie diese Lorelei geklungen hätte, man weiß es nicht. Die Soldatenliebschaft von 1820 ist jedenfalls noch nicht romantisch. Sie ist die Fingerübung eines jugendlichen Genies, das Mozart noch nachahmte und dessen eigener Stil sich erst nach und nach entfalten sollte. Was bewegt sich hier im Herzen? Nein, bald höre ich auf zu scherzen, denn nach gerade wird so toll, wird so toll. Bald höre ich auf zu scherzen, denn nach gerade wird so toll. Wirf dich nicht vergebens flehen, hier mit dir noch ungesehen rasch ein Stündchen zu verscherzen. Wirf dich nicht vergebens flehen, rasch ein Stündchen zu verscherzen. Während sie so zettel sprechen, kann ich ja den Hals mehr brechen. Während sie so zettel sprechen, kann ich ja den Hals mehr brechen. Dieses Terzett gehört musikalisch zu den anspruchsvollsten Stücken. Allerdings zeigt sich hier auch die mangelnde dramatische Erfahrung des 12-jährigen Felix. Während er für die Annäherung des Liebespaares schöne, elegische Melodien komponierte, stagniert die Handlung. Für dieses lyrische Herzstück des Singspiels fand die Inszenierung keine entsprechenden Bilder. Hört nicht auf zu gehen, und ich habe längst zu viel. Still, ich will den Text verwirren, lustig hin, mein Glockenspiel. Nach dem musikalischen Ruhepunkt des Terzetts gerät die Szene aus den Fugen. Die Sänger verlassen ihre Rollen. Ein Spiel mit verräterischen Requisiten beginnt. Der Hut der Gräfin wird entwendet. Und auch der Säbel des Oberst wird gestohlen. Die geheime Liebesaffäre wird bald in aller Munde sein. Wenn der Oberst und die Gräfin nicht heiraten, dann werden auch Zerbino und ich es nicht tun können. Und bevor nicht Frieden geschlossen ist, will ich die Gräfin nicht ein. Es sei denn, ihr Verhältnis mit einem Franzosen wird bekannt. Dann hilft nur noch eins: Heirat!
Ich muss den Hut neben dem Säbel auf der Rasenbank vergessen haben. Sabine, sie darf nichts erfahren. Aber sie darf mich auch nicht die Treppe hinuntergehen sehen. Aber ich muss hinunter, bevor jemand anders den Hut entdeckt. Es geht nur noch der Baum. Ich springe. Das Finale, das Mendelssohn hier so sehr, sehr eifrig mit Fine unterschrieben hat, mit einem riesigen F hier, wo man eigentlich schon den ganzen Stolz und auch wahrscheinlich die Erleichterung über das Ende der Komposition sieht, stellt eigentlich ein sehr konventionelles Stück dar, wie man das in der Operngeschichte in der Zeit findet. Nämlich, es treten alle Charaktere noch einmal auf. Es ist so quasi das typische große Bühnenfinale, das sich hier findet. So, Victor, das ganze Dorf ist versammelt und die ganze französische Kompanie. Wo sind denn die Gräfin und der Oberst? Im Baum, Herr Oberst. Was machen Sie eigentlich da im Baum? Ich suche meinen Säbel. Oh, und ich suche meinen Hut. Suchen Sie nur. Wir machen schon mal Finale mit beiden Hochzeiten. Welche beiden Hochzeiten? Herr Oberst, ich sehe, es wird Zeit, dass wir unsere Verbindung offenbaren. Wer kann schon einer schönen Frau widersprechen? Dass er jetzt den Sieg errungen, denn der Grund von allem ist, denn der Grund von allem ist. Am Ende des Stücks ist der Plan des Soldaten Victor aufgegangen. Von der gesamten Dorfgemeinschaft ertappt, geben Gräfin und Oberst die Einwilligung zur Hochzeit ihrer Bediensteten. Was mit einer Soldatenliebschaft begann, führt schließlich zur glücklichen Heirat. Mendelssohn occupies a very strange place. This is a composer who was lionized during his lifetime. He was essentially canonized during his lifetime. Mendelssohn ist schwer einzuordnen. Hochgelobt zu Lebzeiten, nach seinem Tod abgelehnt und schnell vergessen. Mendelssohn löst entweder extrem positive oder extrem negative Gefühle aus. Und anders als bei anderen Komponisten pendelt es dazwischen hin und her. Wir sind immer noch dabei, ihn zu entdecken und zu erforschen. Außerdem ist er vielschichtiger, als wir gemeinhin annehmen. Der schon als junger Mann höchst erfolgreiche Mendelssohn passte zeitlebens nie in das Klischee vom verkannten, mittellosen Künstler. Die ständig steigenden Erwartungen seines Publikums entfachten seinen Ehrgeiz und trieben ihn zu noch besseren Leistungen an. Sein Perfektionismus, sich immer selbst übertreffen zu müssen, ließ ihn zum Star des Musiklebens werden. Als Komponist, Pianist und Dirigent wurde er vom deutschen und englischen Publikum gefeiert wie nur wenige. Mit den von ihm gestalteten Konzertprogrammen wurde die Musik früherer Epochen neu entdeckt.
denn Felix Mendelssohn Bartholdy fühlte sich der Musiktradition verbunden, die von Johann Sebastian Bach ausging. Ein Klassizist in romantischer Zeit, von dem es auch nach seinem 200. Geburtstag sicher noch vieles zu entdecken gibt. Nächste Woche porträtieren wir Ravi Shankar, den Virtuosen an der Sitar. Und gleich schlagen wir ein neues Kapitel der Reihe Lesehorizonte auf. Heute mit einem Streifzug durch das literarische Beirut.